Schönen guten Abend, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem DL-Spiel der Hamburg Freezers gegen die Kölner Haie. Endstand 4:1 für Köln vor 8.686 Zuschauern. Ich darf die beiden Trainer begrüßen und Uwe Krupp, den Gästetrainer, um sein Statement zum Spiel bitten. Ja, guten Abend. Ich bin natürlich zufrieden mit der Leistung der Mannschaft, besonders nach dem eine gute Antwort auf das Spiel gegen Ingolstadt, was für uns nicht so gut gelaufen ist. Ich denke, wir haben heute direkt von Anfang an sehr viel Druck machen können, viele Scheiben zum Tor gebracht, haben unser Spielsystem sehr gut umgesetzt. In der Abwehr waren wir solide, haben nicht viel zugelassen und Danny Austinbürken hat uns den nötigen Rückhalt gegeben, den wir brauchen, um auswärts zu gewinnen. Ich glaube, insgesamt gibt es an unserem Spiel einfach nicht viel zu kommentieren, außer dass es sehr solide war. Wir waren in der Offensive, hatten wir gute Durchschlagskraft. Danke. Vielen Dank, Uwe Krupp. Benoit. Guten Abend. Gratuliere, Juwe, für die 3 Punkte. Danke, dass Sie haben gesehen, die gleiche, dass ich habe gesehen. Like, über diese Woche, wir haben gesprochen über die letzte Niederlage, like die letzte Kern-Niederlage, 7-1. Und wir haben gesprochen über das und wir haben gesagt, dass sicher, dass Kern kommt hier und sie wollen die Eis essen. Und denke, wir haben das gesehen. Aber denke, das war Leute, die hat nicht geglaubt, was ich habe gesagt. Und heute, wir haben gesehen, eine Mannschaft, wir wollen gewonnen und eine Mannschaft, als schon denken, dass er war Meister. Und heute wir haben gespielt wie, ja, wir machen Tor. Rob macht eine schöne Pass, wir machen Tor. Und wir haben nur vergessen, dass Eishockey spielt mit Kontakt, mit Body Kontakt. Ich denke, dass viele Leute das vergessen heute haben. So, gratuliere Kern. Das war eine Lesson, Eishockey Lesson. Für unsere Mannschaft heute Abend. So denke ich, dass Juwe hat das gesehen, letztes Spiel, 7-1. Heute Abend 4-1 für uns in der Lage zu Hause. Das ist die gleiche. Das ist eine sehr hart Niederlage für uns heute Abend. So, wir schauen Sonntag den Charakter auf diese Mannschaft. Danke. Vielen Dank, Benoit. Gibt es Fragen? Eine Frage, ja. Moment, kurz einmal, damit die. Mal eine Frage nicht direkt zum Spiel, und zwar, wie lange ist Thomas Dollack vom Team freigestellt? Oh, like, für mich, this is wichtig. Familien ist die wichtige Ding in Liebe. Und Dolly kann zu Hause bleiben, nach Hause bleiben, wie lange er will. Und wir warten für einen Anruf, wie sein Vater ist, aber für uns, wir geben alle Zeit. Wenn er braucht 1, 2, 3 Wochen, ist die gleiche für uns. Es ist so wichtig. Ein Spieler kann nicht hier sein, wenn sein Vater ist auf Krankenhaus ist.